Hallo, mein Name ist Wladimir Antonov. In diesem Video stelle ich kurz das Ausbruchshandelssystem Kalaschnikow für den MetaTrader 4 vor. Dabei handelt es sich um einen Expert-Advisor, der über 100 Einstellungen in einem einzigen Programm vereint. Von dem Kalaschnikow gibt es zwei Versionen. Einmal die Standardversion, bei der die Einstellungen vorgegeben sind, aber Sie können diese ändern und diese optimieren. Oder es gibt Kalaschnikow Pro-Version, bei der die Standardversion enthalten ist. In der Pro-Version haben Sie über 100 Einstellungen, die Sie frei konfigurieren können, und Setups zum Beispiel wie diese von der Seite scalptrading.com nachtraden können. Hier verfügt der Pro über die Funktion, Linien in dem Chart einzuzeichnen, und diese werden dann getradet. Zum Beispiel. Hier ist eine Buy-Linie, hier ist eine Sell-Linie. Wenn der Kurs über die Linie geht, wird ein Buy eingegangen. Wenn der Kurs unter die Sell-Linie geht, wird ein Sell eingegangen. Sie können aber noch das Ganze verfeinern und sagen, wenn der Kurs an der Linie ist, wird ein Abpraller erzeugt, also Sie setzen auf Abprall, dann wird ein Sell eingegangen. Oder wenn der Kurs über die Linie bricht und dann wieder zurückkommt, also ein Pullback, und dann wieder nach oben geht, können Sie auch einstellen. Und das in dem EA. So. Oder was ganz anderes. Sie können ein Fibonacci ziehen, dann die Linien nachzeichnen und schon werden die Trades dann getradet. Jetzt zeige ich ein paar Beispiele im Chart. Hier ist ein Setup, was ich heute gehandelt habe. Oben die Buy-Linie, unten die Sell-Linie. Sie sehen das hier an den Supportpunkten. Eine Trendlinie, dann der Kurs ist durchgebrochen, er ist unter der Linie geschlossen und ist dann weiter nach unten gegangen. Als Take Profit habe ich die Linie benutzt, die kann man frei verschieben von dem EA aus, und als Stop Loss habe ich auch hier oben die Widerstandszone benutzt, auch mit der Linie. Das bedeutet, wenn der Kurs hier oben wäre, wäre der Trade dann im Stop Loss geschlossen. Wenn der Kurs hier der Kurs ist hier an die Linie gekommen und ist dann im Take Profit geschlossen. Diese Linien, die müssen nicht vertikal sein, die können Sie beliebig verändern. So. Jetzt zeige ich mal kurz, wie man die Linien einzeichnet. Sie müssen einfach nur hier einen Knopf bewegen und schon sind die Linien hier links angeordnet. Jede Linie hat ihren eigenen Stop Loss und Take Profit. Also Sie können das nicht mehr verwechseln dann. Die nehmen Sie dann einfach nur hier zum Beispiel raus und sagen, wenn der Kurs jetzt hier durch diese Zone weiterbricht, wird ein Sell eingegangen, und als Take Profit nehmen Sie einfach hier diese Zone hier. So, Take Profit fertig und Stop Loss hier oben. Fertig ist das Setup. Sie sehen, Sie haben kein einziges Mal das Orderfenster geöffnet oder die Einstellungen des EA anschauen müssen, weil Sie komplett aus dem Chart handeln können. Das ist jetzt die halbautomatische Variante. So, die manuelle Variante wäre zum Beispiel, wenn Sie in den Einstellungen ein Trade bestätigen müssten. Das kann man hier einfach nur ganz leicht einstellen. Manuelle Bestätigung vom Trades einfach auf True stellen, und dann werden Sie beim Signal gefragt, ob Sie diesen Trade eingehen möchten oder nicht. Zudem können Sie hier noch festlegen, mit welchem Faktor jede Linie arbeitet. Das heißt, wenn hier die Linie gebrochen wird, dann können Sie sagen, okay, es ist ein starker Trade, ein starker Support ist gebrochen. Das heißt, ich gehe mit der doppelten Lotzahl rein. Dann können Sie hier den Faktor 2 eingeben, und das bedeutet, dass der von Ihnen vorgegebene Lot mal 2 genommen wird oder mal 3, mal 4. Oder nur die Hälfte, wie Sie möchten. Sie können das halt auch mit Geldmanagement, also Money Management, managen lassen. Funktioniert auch. Also 1%. Dann nehmen wir nur 1% pro Trade als Risiko. So. Jetzt zeige ich kurz die vollautomatische Variante. Das ist die hier. Hier geben Sie in dem EA. Hier deaktivieren Sie erstmal den manuellen Handelskanal, das heißt, Sie arbeiten nicht mehr mit Linien, Sie arbeiten mit dem automatischen Kanal.
Hier müssen Sie dann die Zeiten vorgeben, von wann bis wann der Kanal gezeichnet wird und von wann bis wann getradet wird. Und alles andere ist genauso. Sie können hier die Toleranz eingeben, wie viel der Kurs über der Linie sein muss, um einen Trade auszulösen. Sie können die Trade-Variante definieren, bei manuellen und automatischer Variante ist beides gleich. Die Varianten sind zum Beispiel hier oben erklärt, 6 Varianten und mit Bildern belegt, wie das aussehen muss oder wird. Welcher Formation, zum Beispiel hier Trade-Variante 3 ist ein Pullback, der Kurs bricht durch und kehrt zur Linie zurück, wird ein Buy eingegangen zum Beispiel. Oder hier Trade-Variante 2, die Kerze muss über der Linie schließen, dann wird ein Trade eingegangen. So, dann haben Sie die Möglichkeit vom Reverse, also Umkehrsignal zu erzeugen. Sie können festlegen, wie viele Orders sich gleichzeitig im Markt befinden dürfen oder wie oft der EA am Tag handeln darf. Dann, Sie können den EA als Signaldienst benutzen, das heißt, wenn es aktiviert ist, wird beim Erzeugen eines Signals ein Fenster angezeigt. Da und da ist ein Signal entstanden. Dann können Sie manuell nachgucken oder halt hier die manuelle Bestätigung. Dann für Martingale mit Liebhaber habe ich extra eine Martingale-Funktion eingebaut. Also die ist sehr umfangreich. Sie können hier den Faktor festlegen. Sie können festlegen, nach wie vielen Verlusten der Lot erhöht wird und. Dann können Sie festlegen, als Beispiel, wann am Freitag die Trades geschlossen werden oder wann die jeden Tag geschlossen werden. Wenn Sie zum Beispiel haben wollen, dass eine Position immer nur ein Teil geschlossen wird, können Sie das auch eingeben. Zum Beispiel, Sie wollen haben, dass nach 50 Pip die Hälfte der Position geschlossen wird. Dann geben Sie einfach eine 0,5 hier ein und beim Take Profit 50. Und schon werden alle 50 Pip jeweils die Hälfte geschlossen der Anfangsposition. So, dann haben Sie hier zusätzlich zu dem normalen Stop-Loss haben Sie hier einige Varianten, wie Sie den automatisch nachziehen können. Einmal ist es das Stop-Loss nach Markttechnik nachziehen oder Stop-Loss wird als Gegenlinie definiert. Das bedeutet, hier ist ein Buy ausgelöst und Stop-Loss wird hier die Gegenlinie sein. Hier können Sie noch die Differenz eingeben, damit der Stop-Loss ein bisschen tiefer definiert ist, anstatt direkt an der Linie, um ein Ausstoppen zu verhindern. Dann gibt es eine Break-Even-Funktion, die ist bekannt, denke ich. Wenn ein Kurs bestimmte Pip-Zahl im Plus ist, wird der Stop-Loss dann auf einen Punkt versetzt. Dieser Punkt kann positiv oder negativ sein. Einen Trailing-Stop haben Sie zur Verfügung. Dieser Trailing-Stop ist nicht der wie im MetaTrader, sondern Sie können hier schon festlegen von Anfang an, ob der Trailing Stop direkt von Anfang an mitzieht oder erst später aktiviert wird. Sie können den Trailing Stop auch als Stop Loss verwenden. Das heißt, Sie geben einfach eine Distanz von 50 ein und der Trailing startet dann sofort, wenn Sie zum Beispiel hier minus 100 eingeben und Trailing 50. Das bedeutet dann, sobald ein Trade aufgemacht wird, wird ein Stop Loss von minus 50 definiert und dieser wird dann im Abstand von 50 getrailt. Oder hier, Sie können die Schrittweite noch eingeben, dass alle 20 Pip der Stop-Loss dann im Abstand von 50 verschoben wird. Als Beispiel. Oder Sie können eingeben, dass der Stop-Loss nach dem Parabolic-Indikator gezogen wird. Hier können Sie die Werte eingeben. Oder nach einem Trendindikator, das ist die Balkenwechselschließung. Das ist ein Trendindikator, der grüne und rote Balken anzeigt. Wenn der Balken wechselt, dann wird der Trade geschlossen. Und Sie können zusätzlich noch zum Beispiel festlegen, wie viel maximal minus der EA machen darf. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt hier minus 2000 erreicht sind, deaktiviert sich der EA und handelt nicht weiter, bis Sie wieder das OK geben. So, das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus den Möglichkeiten des EAs. So, hier wollte ich noch ein Setup zeigen, ganz kurz im USDK-Tageschart. Ein manuelles Setup. Hier kann man zum Beispiel jetzt setzen auf einen Buy.
Wenn die Kerze über dieser Linie schließt, also die Tageskerze, dann wird ein Buy eingegangen. So, als Take Profit könnte man hier das nächste Hoch benutzen. So, und als Stop Loss kann man zum Beispiel hier diesen Punkt benutzen. Moment. So. Das wäre jetzt Stop Loss. Also Sie sehen, ein paar Mausklicks und schon ist ein Setup fertig. Und Sie müssen nicht am PC sitzen. Sie können das einmal einstellen und den PC verlassen. Der EA managt alles automatisch. So, zusätzlich bieten wir Ihnen auch Webinare an. Die sind fest jeden Mittwoch. Da drin werden Ausbruchstrategien vom Siegfried Schröter vorgestellt, vom forexverein.de. Sie können sich hier auf der Webinarseite dazu eintragen. Sie können uns Ihren Wunsch mitteilen. Darauf wird dann im Webinar eingegangen. Und ich halte ab und zu auch Workshops zum EA. Dort gehe ich dann ganz detailliert auf einzelne Fragen ein, auf einzelne Funktionen, bringe Beispiele. So, zusätzlich noch zu den Webinaren haben Sie die Möglichkeit, im Forum sich mit den anderen Benutzern auszutauschen oder eigene Strategien zu entwickeln. Dann melden sich immer Leute dazu und helfen dann mit. Bei Fragen oder Problemen oder Anregungen, Ideen können Sie das Ticketsystem benutzen. Hier erstellen Sie ganz einfach ein Ticket und wir melden uns so schnell wie möglich zurück. In der Regel ein paar Stunden, dann haben Sie die Antwort. Dann für Problemfälle, bei denen es überhaupt nicht mehr weitergeht von alleine, dann helfe ich gerne auch per TeamView weiter, im Live-Support sozusagen. Das heißt, wenn Sie ein Problem haben, Sie schreiben mich im Ticketsystem an und geben mir Ihre TeamView-ID und das Passwort ein und ich komme direkt auf Ihren Computer und rede dann mit Ihnen und wir besprechen das Problem zusammen. Dann, oder zusätzlich über Skype, kann man mit mir chatten. So, das ist das Kalaschnikow-System sozusagen. Also Sie sehen, es ist nicht einfach nur ein EA, es ist ein ganzes System mit einer Community dahinter und einem anständigen Support. Das war's erstmal von mir, vielen Dank. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. Und auf Wiedersehen. Wladimir Antonov.